Wir zeigen Ihnen jetzt gleich einige Bilder hier auf dem Monitor. Zunächst eine Darstellung einer Gewaltszene. Und nun das Aktbild eines nackten Mädchens. Und nun ein ganz besonderes Bild. Sie kennen sicher das Gefühl, wenn es einem kalt über den Rücken herunterläuft. Das rührt daher, dass unsere Haut elektrisch leitfähig ist. Und diese Potenziale sind messbar durch diese Geräte hier. Man nennt sie auch fälschlich Lügendetektoren, fälschlich darum, weil man Lügen dadurch nicht aus der Wahrheit herausfiltern kann. Diese Geräte zeichnen unsere Stimmungslagen auf, unsere Gefühlssituation. Und diese Gefühlssituation ist hier für unsere Sendereihe zur Manipulation wichtig. Warum? Die Gefühle sind gleichsam die Begleitmusik zu unseren sämtlichen anderen Verhaltensmöglichkeiten. Liebe, Trauer, Angst, Freude und so weiter überschwemmen uns gleichsam. Und dieses Überschwemmen benutzt der Manipulateur, um uns in eine bestimmte Richtung zu dirigieren. Die Gefühle sind ihm also gleichsam die Transportmittel für seine eigennützigen Zwecke. Wie das im Einzelnen geschieht, das sollen die folgenden Beispiele zeigen. So, ich habe eine kleine Frage an Sie. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Urlaub vor und wollen sich jetzt entscheiden, wo Sie den verbringen wollen. Ich gebe Ihnen jetzt Prospekte und Sie sollen nur einfach sich die Prospekte kurz anschauen und mir dann zeigen, welchen dieser beiden Prospekte Sie für sich gewählt haben. Also dann nur stumm, nicht miteinander reden, auch nicht mit mir, nur zeigen. Und dann werde ich Sie was fragen. Also bitte schön, hier, das ist für Sie. Das ist für Sie. Haben Sie eine Entscheidung gefällt? Können Sie mir eben zeigen, welches Sie vorziehen würden? Was würde dies vorziehen? Dankeschön. Und Sie, was würden Sie vorziehen? Ich würde es vorziehen. Sie würden Sie vorziehen, gut, ja. Recht schönen Dank. Jetzt können Sie mir sagen, warum Sie dieses vorziehen würden hier? Ja, der Prospekt ist optimaler gestaltet. Also? Und sich nach. Und also man hat mehr Möglichkeiten, sich zu orientieren. Ah ja. Und Sie haben den Eindruck, dass dieser Ort für Sie Ihren Wünschen gleich mehr entgegenkommt, oder? Ja, das ist nur die Gestaltung des Prospekts. Er ist auf jeden Fall besser dargestellt. Ah ja. Der Urlaubsort. Sie können sich also ein besseres Bild von ihm. Ich kann mir ein besseres Bild davon machen, ja. Und wie ist es bei Ihnen? Welche Gründe? Ja, ich fühle mich also auch mehr angesprochen von diesem Prospekt und finde, dass ich da mehr Informationen von dem Ort finden kann. Bei diesem Schwarz-Weiß-Prospekt ist es also doch etwas schwierig, da genaue Informationen daraus zu bekommen, wie das dort nun aussieht, wenn man hier aufgrund der Fotos doch ziemlich genau sehen kann, wie es dort aussieht. Eine kurze Erklärung des Experimentes. Wir haben von zwei Urlaubsorten, die annähernd gleichwertig sind, Farbprospekte besorgt. Und zwar, die Urlaubsorte waren etwa gleich groß, das Angebot war gleich groß, etwa die gleiche Gegend, im Bayerischen Wald. Und dann haben wir von jedem der Prospekte eine Schwarz-Weiß-Kopie hergestellt. In diesem Falle so und hier von Waldhäuser ebenfalls. Die eine Versuchsperson bekam diese beiden Prospekte, die andere Versuchsperson diese beiden Prospekte. Die Informationen, die die Versuchspersonen bekommen haben, waren also völlig gleich. Die Entscheidung haben sie gesehen. Man entschied sich jeweils für den Urlaubsort, der farbig vorgestellt wurde. Wenn man dieses Experiment genügend oft wiederholt, ergibt sich ganz eindeutig, die weitaus größte Mehrzahl entscheidet derartige Dinge nicht so sehr nach Sachgesichtspunkten, sondern nach gefühlsmäßigen Gesichtspunkten.
Warum ist Gefühlsmanipulation so sicher? Nun, das Denken haben wir mehr oder weniger in der Schule gelernt. Eine Gefühlsschulung dagegen fand kaum statt. Dabei ist die Schulung des Gefühls wahrscheinlich ebenso wichtig. Denn alle unsere Pläne sind unterstützt durch jeweilige Gefühle, etwa der Furcht oder der Hoffnung. Und je nach Furcht und Hoffnung entscheiden wir uns positiv oder negativ. Wie lassen sich solche Gefühle anregen? Ein Beispiel. Wir haben hier zwei Wörter. Takete und Maluma. Und daneben sehen Sie zwei Figuren. Welche der beiden Figuren ist nun Takete und welche ist Maluma? Nun, Takete links und Maluma rechts entscheiden 96% in der Bundesbevölkerung. Was können wir daraus erzählen? Wir sehen, dass selbst bei sinnlosen Silben und Figuren doch bestimmte Werte, Vorstellungen mit enthalten sind, die wir uns gar nicht klar machen. Und auf diese Vorstellungen und Eindrücke kommt es bei der Gefühlsbeeinflussung an. Ein praktisches Beispiel. Vor einigen Jahren gab es einen großen Einbruch bei dem Verkauf der Zigaretten, als gewisse Untersuchungen aufkamen, die einen Zusammenhang zwischen Krebsgefahr und Zigarettenverbrauch vermuten ließen. Daraufhin hat die Zigarettenindustrie Untersuchungen veranstaltet und man erkannte, dass diejenigen Packungen, die mehr Weiß enthielten und die weniger dunkelbraune Farben enthielten, für gesünder gehalten wurden. Hier haben Sie eine Verpackung aus dem Jahre 1950, 1958, 1965 und eine aus dem Jahre 1977. Und Sie erkennen leicht unter einigen anderen Merkmalen, dass hier die Reihe von Weiß immer stärker wird und das Dunkelbraun zu rostbraun verändert wird. Bei anderen Packungen sehen Sie das Weiß dominieren und teilweise das Rot, sodass heute schon wieder in dieser einförmigen Verpackungslandschaft für Zigarettenpackungen es vorteilhaft erscheint, eine andere Farbe zu wählen für diejenigen, denen es nicht darauf ankommt, gesund zu rauchen. Ein Beispiel hat mir ein Kollege erzählt, das ganz ähnlich aussieht. Seine Frau überraschte ihre Tochter bei der Lektüre eines pornografischen Machwerkes. Sie hätte nun die Lektüre verbieten können, vermutlich mit sehr fragwürdigem Erfolg. Sie sagte ihr aber, das Heft ist durch viele Hände gegangen und die vielen Bakterien darauf sind bedenklich. Sie solle nun bei der Lektüre doch Handschuhe anziehen. Und nun stellen Sie sich vor, Sie müssten ein Heft mit Handschuhen an den Händen lesen. Das Heft würde Ihnen bestimmt nicht gefallen. Das Um und Auf, die Situationen, aber auch die Gestaltungen, wie wir gesehen haben, bestimmen unsere Eindrücke, unsere Gefühle. Und diese Gefühle wiederum beeinflussen unser Verhalten. Man kann also über diese Gestalten Gefühlsbeeinflussung betreiben, uns manipulieren. Und das gilt nicht nur bei uns selbst, sondern wir durch unsere Gefühle bestimmen auch wiederum andere, denn Gefühle wirken ansteckend. Bodis, Otto. Bodino, Anita. Bodis, Otto Junior. Bodis, Ernst. Bodis, Eberhard. Bockmann, Gertrud. Bockmann, Karl-Heinz.
Bodis, Otto. Budino, Anita. Bodis, Otto Junior. Bodis, Ernst. Bodis, Eberhard. Bockmann, Gertrud. Bockmann, Karl-Heinz. Bockmann, Gertrud. Bockmann, Karin. Bockmann, Martha. Bockmann, Olga. Bockmann, Rudolf. Bockmann. Bockmann. Edna. Böckel, Gertrud. Böckel, Gottrecht. Böckel, Günther. Böckel, Hans-Jürgen. Böckel, Joachim. Böckel, Johannes. Böckel, Julius. So, ich wollte gar nichts anderes tun, als Ihnen das Experiment zu erklären, was wir gemacht haben. Wir haben also weiter gar nichts getan, als Ihnen hier von dem Schauspieler ein Telefonbuch vorlesen zu lassen, also inhaltlich gar nichts Besonderes, und dann einfach in der zweiten Versuchsgruppe das Lachen hinzugespielt. Und zwar von diesem Gerät. Auf diesem Gerät sind Lachsalven und Beifall und so weiter gespeichert. Und das ist eine Methode, wie man also ein Publikum irgendwie mitreißen kann. Und das beruht eben darauf, dass das Lachen ansteckt. Und das ist eigentlich das einzige Experiment, was wir zeigen wollten. Man kann sich dem Anstecken des Lachens nicht entziehen. Ich darf einmal Herrn Steyer bitten, Ihnen diese Orgel vorzuspielen. Bitte. Sie sehen, wie Gefühle transportiert werden können. Das geht durch die Aufmachung, das geht durch die Umgebung, in der man sich gerade befindet. Sehr wichtig ist selbstverständlich der Inhalt der Dinge, die übermittelt werden. Denken Sie zum Beispiel an die Bildfolge am Anfang dieser Sendung. Aus solchen Gefühlsabfolgen kann man ganze Partituren schreiben, Bildfolgen im Film, Musik oder auch schöne Stories, einen Roman. Und das muss immer Glück sein. Wenn wir zum Beispiel einen Roman nehmen mit Glück, Glück allein, das ist so wenig, sagen wir Leid dazu, das greift dann ordentlich ans Gemüt. Aber woher kommt das Leid? Das kommt natürlich am besten von der Liebe. Das ist ein altes Motiv, hat sich sehr bewährt. Aber zur Liebe, da braucht man ja irgendjemanden, der da liebt. Und dann nehmen wir mal erstmal einen schönen jungen Mann. Du nimmst ordentlich Geld in die Tasche, damit man auch was daraus machen kann. Reichen Mann. Und jetzt haben wir das Motiv Königskinder. Oder ein anderes Motiv, was noch viel aufregender und viel rührender ist, das Aschenputtelmotiv. Prinz heiratet armes Mädchen. Also machen wir das Mädchen arm. Und da haben wir ja schon gleich, wo wir das Leid ansiedeln können. Aber das wirkt heute nicht so sehr. Viel aufregender und viel wirklichkeitsnäher ist heute, dass die Eltern jetzt was dagegen haben, dass die sich zwischen die Liebe der Kinder stellen und verhindern wollen, dass sie zum Standesamt gehen. Aber die sind ja nicht dumm. Die wissen ja ganz genau, dass man die Eltern umgehen kann. Aber das kann man ja alles noch viel, viel trauriger und viel rührender machen, indem man auch noch den tragischen frühen Tod hinzunimmt. Und dann ist es natürlich am besten, dass die Liebe auch wirklich über den Tod hinausgeht. Und wenn das schon so weit ist, dann ist es auch kein Problem. Dann ist das Schwiegertöchterlein ja auch gar nicht mehr so furchtbar störend. Brauchen die Eltern ja auch nichts mehr dagegen zu haben, sodass sie sich dann diesem allgemeinen Liebesstrom anschließen können. Das nennt man dann eine schöne
Liebesgeschichte. Aber wer spricht heute schon noch Deutsch? Das sagt man am besten auf Englisch. Love Story. Und diese Love Story ist tatsächlich geschrieben worden. Hier ist das Buch von Erich Siegel. Erich Siegel ist Literaturwissenschaftler und er hat sich eigentlich den Scherz geleistet, einmal aus den Prinzipien, die er in seiner Literaturwissenschaft gefunden hat, dieses Buch zu schreiben. Erfolg, Welterfolg. Dieses Buch ist in viele, viele Sprachen übersetzt worden. Es ist ein schöner Film darüber gedreht worden und es sind über wenige Dinge so viele Tränen geflossen. Es ist natürlich nicht branchenüblich, in der Branche der Schmalzliteraten über diese Rezepte zu reden. Warum? Die fürchten natürlich, ihre Leser und ihre Zuschauer zu verlieren, wenn sie allzu mündig sind. Interessant ist aber, dass man sich dem Gefühlsandrang fast nicht erwehren kann. Es gibt sehr hochstehende Leute, die heulen wie die Schlosshunde, wenn sie ein Rührstück sehen müssen. Es geht gar nicht darum, dass man gefühlsarm wird, dass man sich panzert, sondern dass man aufmerksam wird, ob irgendjemand die Gefühle zu seinen Gunsten missbrauchen will. Also nicht Gefühlslosigkeit, sondern Aufmerksamkeit. Nicht nur die lustvollen Gefühle, wie etwa die Liebe, auch die aggressiven Gefühle lassen sich manipulieren. Das Thema Gewaltdarstellung ist seit einigen Jahren in aller Munde, allerdings nicht immer sehr tiefschürfend. Denn bei der Darstellung von Gewalt kommt es nicht immer nur auf die Brutalität und die szenische Darstellung der Brutalität an, sondern auf die Formgebung. Sehen Sie sich dazu 5 verschiedene Beispiele von Gewalt an. Vom Süden kommend nach dem Norden rauscht Paulchen Panther auf dem Bügelbrett. Der Kraftprotz wäre nicht gebügelt worden, wenn ihn die Rache nicht getrieben hätte. Außerordentlich unterschiedliche Darstellungen von Gewalt. Der Zeichentrickfilm brachte eine grausame, fast bestialische Tötung. Aber Komik braucht Übertreibung. Der Western, eine barbarische Szene. Aber der Western braucht gefährliche Abenteuer. Der Krimi, eine realistische Darstellung ohne Todesfolge. Der Krimi braucht beim Zuschauer angstvolle Erregung. Die letzten 100 Meter müssen gelaufen werden, sagte ein Autor.
Die politischen Auseinandersetzungen zeitigen zumeist nur kurzfristige Festsetzungen. Aber der beteiligte Zuschauer wird erheblich erregt. Und schließlich beim Fußballbeispiel, da gibt es auf dem Rasen nur blaue Flecke. Jedoch beim Zuschauer wirken sie aggressionsauslösend. Es gibt Beispiele, dass Zuschauer ihren Fernsehapparat dabei zertrümmert haben. Also der psychische Anteil ist wichtig, nicht allein die Brutalität, die dargestellte Gewalt. Bei dem Trick ist die höchste Brutalität zu sehen gewesen, bei den anderen jeweils geringere. Die aggressive Gefühlskurve jedoch verhält sich genau umgekehrt. Wir kommen zur intensivsten und auch gefährlichsten Manipulationsart, zur Angst. Die kommt oft auf ganz leisen Sohlen daher, in ganz harmlosen Erscheinungsformen. Das verstehe ich nicht, wieso mein Mann und meine Kinder unzufrieden sind. Ich habe doch einen Weichspüler benutzt. Nicht alle Weichspüler sind gleich. Nimm lieber weich-weich. Dann weißt du, dass deine Familie zufrieden sein kann. Und ich habe weich-weich genommen. Und nun sind alle glücklich. Siehst du, jetzt hast du ein gutes Gewissen, weil du deiner Familie das Beste geboten hast. Weich-weich. Sie kennen diese Reklame, sie ist uralt. Der Erfolg, ein guter Verkauf, aber zahlreiche Frauen leben Jahr um Jahr in der Angst, sie könnten verstoßen werden, weil sie, so lächerlich es klingt, nicht weich genug gespült haben. Psychologen können ein Lied davon singen aus ihrer Praxis. Es hat Proteste gegeben Jahr um Jahr, aber die Reklame wurde ein klein wenig abgewandelt. Was kümmert man sich um die Gesundheit der Frauen? Man will verkaufen. Das Erste bei der Angst also, kleine Ursachen mit unübersehbarer Wirkung. Das Zweite, weshalb die Angstmanipulation so gefährlich ist, sie entlädt sich völlig ziellos. Angst führt zur Panik, da schaltet man den Verstand aus und rennt blind drauf los. Vor 10 Jahren fing man an, viel über Aquaplaning zu reden, als eine Ursache für viele, auch tödliche Verkehrsunfälle. Und man konstruierte Reifen, die das verhindern sollten. Eine Firma machte dazu diese Reklame. Eine riesenhafte Geisterhand, die Hand des Todes, streckte sich aus über der Straße. Und der dazugehörige Text war dann: Wenn du aber unseren Reifen nimmst, dann bist du gerettet. Also, Lebensgefahr, aber wenn, dann. Für eine Paniksituation viel zu kompliziert. In der Angst gibt es nur eins: Gefahr, Flucht. Flucht vor allem, was man wahrnimmt. In diesem Falle eben auch Flucht vor dieser Firma. Und somit hat die Firma mit dieser Reklame eine Katastrophe erlebt. Sie musste die Reklame absetzen. Heute versucht man, die Leute zu veranlassen, sich gegen Grippe zu schützen, mit einem ähnlichen Motiv. Daraus können wir sehen, die Angst richtet sich vielfach gegen den Angstmacher selbst. Fassen wir also zusammen, die Angstmanipulation wirkt wie eine Explosion. Sie ist unberechenbar in ihrer Gewalt, in ihrem Ausmaß. Sie ist unberechenbar in der Zielrichtung und sie richtet sich eben vielfach auch gegen den Angstmacher selbst. Die Angstmanipulation ist also im Grunde töricht, aber vor allem ist sie unverantwortlich. Ein beliebtes Anwendungsgebiet ist die Politik. Kriege sind durch Angst ausgelöst worden, aber vor allem auch hat man Wahlkämpfe damit zu bestreiten versucht. Wir gehen mal nicht in die Gegenwart. Die Vergangenheit bietet genug Stoff und man kann da auch sehr offen reden. Die Weimarer Zeit war gekennzeichnet dadurch, dass sich die Angst gegenseitig aufgeschaukelt hat. Und wohin das geführt hat, wissen wir alle. Das Merkwürdige ist nur, dass man aus der Geschichte eigentlich kaum lernt. Man manipuliert fleißig mit der Angst weiter. In der Schule, im Betrieb, so mancher Chef kommt sich vor wie ein Oberbefehlshaber. Ist ja heute ganz schön, so. Eine Kündigung ist ja fast so eine Art arbeitsrechtlicher Hinrichtung. Und in der Politik, bitte schauen Sie selber mit offenen Augen zu, wo in der nächsten Zeit in den Wahlkämpfen die Angst eingesetzt wird. Was kann man dagegen tun? Wir haben unsere
Stabile, die innere Abwehr, das Gegensteuern. Es ist sehr schwer, etwas dazu zu sagen. Die Angst geht in die Knochen. Das Entscheidende wäre, die Angstmacher anzuprangern. Das erfordert Mut. Also Angstmacher anprangern. Ein großer Mann hat einmal gesagt, Zivilcourage erfordert mehr Mut als Tapferkeit im Krieg. Thank you.